Also wir geben auf jeden Fall die Rüstung jetzt mal an und den einen Mann in der Abenteurerhalle ab. Und dann können wir ja mit den Schreibern reden. Es wird wahrscheinlich auch langsam Zeit, dass wir Trutzbucht mal wieder verlassen. Something funny, big man? I'm sorry, it's just when you started shouting, that poor man looked as if he'd piss himself. Nothing seems to trouble you much, does it, Kana? Oh, I don't know. I never found much use in getting worked up over the little things. Maybe to an Omawa, it all just looks like little things. Wir hatten auch interessante Diskussion und wir haben die Hauptburg fertiggestellt. Sehr schön. Die Hauptburg ist fertig. Wir könnten den westlichen Wachturm jetzt bauen. Aber ich denke, das nächste Wichtige wäre... Ja, dafür brauche ich den westlichen Wachturm für die Mauern. Türme würden mir Prestige und etwas Sicherheit bringen. Der Burghof würde mir nur Prestige bringen. Kaserne würde mir Sicherheit bringen. Aber das Wichtigste, was ich jetzt erstmal brauche. Übungsgelände. Des Trainingsgeländes. Ist die Forsthütte, genau. 1000 Kupferpanz. Und 2 Tage, genau, die möchte ich gerne haben. Die erhöht Sicherheit, Prestige und lässt mich Aufgaben annehmen. Das ist wichtig, also Kopfgeldjäger-Aufgaben. Das ist wichtig, um an zusätzliches Kupfer zu kommen, um die Burg weiter auszubauen. Abenteurerhalle ist hier in die Richtung. Ich guck mal kurz in meine Kiste. Wir haben ziemlich viel Zeug, was wir verkaufen sollten. Ziemlich viel Unverzaubertes. Da können wir auch noch ein bisschen Geld raushauen. Genau hier mit dem allem. Das, was wir magischem Zeug doppelt und dreifach haben, können wir auch verkaufen. Einen Haufen Kutten zum Beispiel. Mal gucken, ist um die Uhrzeit noch jemand hier auf dem Markt? Ich nehme mal nicht. Doch, tatsächlich. Peregrund, du bist der Waffenhändler. Was hast du zu verkaufen? Einen hübschen Bogen. Arm des Tyrans. Aber wir wollen verkaufen, genau. Engvitanische Dolche, normale Dolche. Enchantments, so. Schwerter, Säbel, Kriegshammer, noch mehr Dolche, Panzerbrecher, Kriegsbögen, Pistolen, Streitaxt, die ganzen wertlosen Schilde. Ein guter Zweihänder reicht, eins davon. Gute Pistole können wir sowieso verkaufen. Speer, Rapier, Stilett. Ein guter Dolch kann weg. So. Sind schon bei 3000 Kupferpanz, die wir dadurch einnehmen. Dann können die ganzen wertlosen Rüstungen weg. Gute Robe kann einer mal weg, genauso wie eine gute Kettenrüstung. Hier können Umhang, der Helm, die Federkappe, die mal alle weg. Hiervon nichts, hiervon auch nichts. So. Handeln, sehr schön. Ja. Jetzt sind wir wieder etwas reicher. Sehr gut. So, dann geben wir jetzt erstmal den Auftrag ab und dann gucken wir uns nochmal das Tagebuch an, was noch so alles ansteht. Ich weiß nämlich nicht, ob ich schon in den Voidicha-Tempel rein möchte.
kann aber wenigstens die Katakomben vollständig clearen. Also mich nochmal mit den Pilzmenschen anlegen. Dann nochmal rasten, um die Mechanik aufzufüllen. So, Osric, genau, dir wollen wir die Rüstung bringen. Berichtet mir, wie es dir mit den Rittern ergeht. Ist dies die Rüstung, die du wolltest? Osric blickt einen Augenblick ungläubig rein. Er sieht dich an, dann wieder den Brustharnisch. Er greift langsam danach, als würde er glauben, er würde verschwinden, bevor er ihn berühren kann. Wie hast du das angestellt? Ich habe an Penhams Vernunft appelliert. Osric schüttelt den Kopf. Penham hat noch nie auf Vernunft gehört. Nicht einmal, wenn jemand so rational argumentiert wie du. Aber du hast die Rüstung zurückgeholt. Hierfür grüß. Er greift in seine Tasche. Das ist mehr als angemessen, wie du feststellen wirst. Wenn du die Chance hast, besuche Sonnits Laden auf der anderen Seite der Halle. Sie verkauft die beste Ausrüstung in der Stadt. Ich sage ihr, sie soll dich bei ihr einkaufen lassen. Warum liegt dir überhaupt so viel an dieser Rüstung? Osric blickt sich um und gibt sich einen unbemühten Blick. Ach, sie ist nur ein Erinnerungsstück. Er versucht, dir in die Augen zu blicken, aber als er das tut, überlegt er sich offenbar anders. Er seufzt. Sie wurde vom Makran-Orden verliehen, die höchste Tapferkeitsauszeichnung. Sie wird nur den Toten verliehen, niemals den Lebenden. Wir Dürrwälder, echte Dürrwälder, haben keinen Adel, keine Geburtsrechte. Wenn man kein reiches Kupferschwein aus Edir ist. Wir haben nur die Ehre, die wir dem Namen unserer Familie einbringen. Der klingt wirklich wie ein sehr ehrenhafter Mann. Der Makran-Orden ist, naja, sie verleihen sich nicht oft. Man sieht selten ein Mitglied der Dutzenden, dessen revolutionäre Verbindungen so stark sind, wie es selbst sagt. Das hier, er lässt innen und betrachtet das abgewetzte Metall, ein fahles Abbild seines ehemaligen Glanzes. Ist etwas, dem man nacheifern kann. Willst du noch etwas? Ich suche Arbeit. Expedition, talk to Wenin. I just handle these mercenary shit shovelers. Adventurers, I mean. Okay, das kennen wir ja alles schon. Also, leb wohl. Quest abgeschlossen, abtrünniger Ritter. Das heißt, wir können jetzt nochmal mit ihm hier reden über einen richtigen Auftrag. Was brauchst du? Ich suche Arbeit. Ich habe etwas. Du don't mind stepping on the toes of the Crucible Knights. Come to think of it, the Dominels won't be too pleased either. They've never liked seeing someone with nicer things than them. Ich habe etwas, wenn es dir nicht ausmacht, den schmerzigen Ritter auf die Füße zu treten. Ach, und die Dominels werden auch nicht gerade erfreut sein. Sie haben es noch nie gern gesehen, wenn jemand schönere Sachen hatte als sie. Was geht's? Some expeditions have come back with a rumor about a place called Lea Remen up near Stormwall Gorge. It's supposed to hold some of the greatest weapons those Angwithin bastards ever made. And we've got need of them. Er sagt die Stimme. Einige meiner anderen Expeditionen berichtet von einem Ort namens Lea Remen in der Nähe der Sturmwallschlucht. Es soll dort die besten Waffen geben, die diese engveterianischen Bastarde je gefertigt haben. Und wir brauchen sie. Er blickt dich seitwärts an. Die Ritter führen Beseelungsexperimente durch. Sie schänden Seen, um metallene Krieger zu bauen. Du hast doch gewiss genug Verstand, um zu erkennen, wie das enden wird. Ja, wir haben sie im Hafen gesehen. Wir müssen uns darauf vorbereiten, uns zu verteidigen. Und die Stadt. Wenn man gegen dieses Chaos überhaupt etwas ausrichten kann, dann mit Waffen, die von Inventarianern selbst gefertigt wurden. Zu ihrer Zeit gab es ähnliche Abscheulichkeiten, also wussten sie, wie man sie tötet. Ich habe die Riesentöter beauftragt, die Waffe zu suchen, aber bisher hatten sie kein Glück. Ihre Stärke ist der Kampf, nicht die Schatzsuche. Triff dich in den Waldendebene mit ihnen und sieh nach, wie weit sie gekommen sind. Wenn du diese Waffen beschaffen kannst, bekommst du deinen Anteil. Gut, eine neue Auftrag. Die Bronze unter dem See. Okay. Wir dürfen jetzt bei ihr hier einkaufen. Das ist also ein neuer Auftrag draußen. Asche des Glaubens war auch außerhalb. Also ich gehe jetzt mal kurz die Quests durch. Das ist klar, das ist die Hauptquest. Gehen wir erstmal die Aufgaben durch. Tor im Erbhügel ist versiegelt. Ich könnte hier den Erbhügel gehen und Untote bekämpfen. Das wäre eine Sache. Die Vergessenen. Da muss ich die Vergessenen auf der Adelwaldbrücke treffen. Das ist auch außerhalb. Die Parabel von Vale ist auch außerhalb.
Gut, Bronze unter dem See ist außerhalb. Asche des Glaubens war außerhalb. Für die Ewigkeit. Das ist hier im Kupferweg. Kind der fünf Sonnen. Ist auch außerhalb. Das Klagen der Todesfee ist hier im... nee, das ist im Geschenk. Das ist der Leuchtturm. Leersätze vom Pantgramm. Das ist hier im Kupferweg. Eine Stimme aus der Vergangenheit ist hier im Kupferweg in den Katakomben. Die lange Jagd ist Saganis Quest. Das ist meine Burg. Rat der Zeit ist Kanas Quest. Fürst eines Ödlandes. Oh. Das wird auch irgendwann noch zu uns kommen. Aber jetzt gucken wir erst einmal hier. Zeig mir mal deine Waren. Außergewöhnliche Art Ballast. Ich kann meine gelbe Arbalest außergewöhnlich machen, wenn ich das möchte. Eine gute Arkebuse, gute Arbalest. Wobei die außergewöhnliche cooler aussieht als die gute. Genauso wie die außergewöhnliche Armbrust. Ich finde es schade, dass die Bilder nicht übernommen werden, wenn man seine Waffen gut und außergewöhnlich macht. Armschienen der verheerenden Raserei. Das klingt gar nicht mal so schlecht, was für Edder. Snurfs Torheit, Entschlossenheit, Verfassung. Gallenstampfer, schwacher Zauber, ätzende Wolke. Ein Munkara-Amulett. Schwacher Zauber, betrügerisches Geflüster und plus 15 Willen. Noble Kreatur, Willen plus 5 Reflexe. Berserkergürtel, Wutbonus. Naja, für Barbar. Ein paar interessante Sachen hat sie ja. Aber im Augenblick nichts, was wir gebrauchen oder uns leisten könnten. Gut, wir können uns schon was davon leisten. Außergewöhnlicher Jagdbogen zum Beispiel für Sagani. Nebenbei, das ist ein guter Punkt. Zeig mir mal die hier. Können wir dich... Stufe 8... Dann könnten wir dich von gut hoffentlich zu außergewöhnlich machen. Ist zwar ein bisschen teuer, aber wir machen dich doppelt so gut eigentlich. Ich hoffe mal, dass wir die Verzauberungen einfach überschreiben können. Das sind ja Verzauberungen, keine Handwerkssachen, die wir da machen. Geschwindigkeit, Feuerpeitsche. Wir könnten noch ein Tötungsding. Erschlagen Humanoid, Gefäß, Primitiver, aber das ist mir, wird mir dann zu speziell, obwohl. Wenn ich hier Gefäße sagen würde. Oder noch besser, Geister. Wäre das fast schon eine gute Idee, aber ich glaube, dann reichen die Punkte nicht mehr. Ja, also außergewöhnlich packe ich da auf jeden Fall noch rein. Das macht 6. Mit der Feuerpeitsche zusammen bin ich bei 8. Nee, reicht gerade nicht so, das Töten einzubauen, weil ich kann nur maximal 12 Punkte hier reinstecken. Kann ich bei dir vielleicht was... das Ding noch verzaubern? Sekundärer Schaden wäre zum Beispiel nicht schlecht. Ja, hierfür hätten wir genügend Materialien für 25 Gefrierschaden. Das ist gar nicht mal so schlecht, die Idee. So, jetzt hat er eine Frostpeitsche mit drin. Palegina, dein Zweihänder, könnten wir auch verzaubern. Eine Feuerpeitsche wäre nicht schlecht. Frostpeitsche ist... Oh, die ist bei ihr etwas teurer, sogar in den Materialien. Oder eine Rostpeitsche. Korrodieren Schaden. Das wäre nicht schlecht gegen so Automatengegner, so verzauberte Rüstungen eigentlich. Das muss ich mir noch überlegen. Dorens Bogen. Dorens Bogen. Der könnte Feuerschaden eigentlich vertragen. Ach, das ist übrigens nur ein normaler Säbel, den Edda da hat.
Die habe ich zum guten Säbel gemacht. Oh, der sieht auch irgendwie ein bisschen anders aus als ein normaler Säbel. Hm? Ich habe ja jetzt keinen dabei. Übrigens ein durchnässtes Zauberbuch. So, da soll Aloft auch mal die Zauber hier lernen. Und dann gucken wir mal kurz in Alofts Zauberbuch. Hier. Ah, er hat schon alles voll.